Buongiorno, meine kleinen Makaronis, zu einem neuen Pokémon Y-Battle. Janine tritt an gegen Christoph und ich habe dabei Fliegi als Co-Moderator. Hallo Leute! Und mein Zwirting ist natürlich auch mit dabei, mein Durengard, mein Schlabbel ist dabei, mein Salamandrach, Agrodors und Panferno darf man natürlich nicht vergessen. Und Christoph spielt mit Austos, Durengard, Arcani, Stolos, Porygon, Zed und Voltula. Genau, und wir wollen mal sofort in den Kampf starten. Ich bin sehr, sehr gespannt. Beide Teams sehen richtig geil aus. Ja. Und es wird ein langer Kampf, ein wirklich sehr langer Kampf. Die Kämpfe mit Christoph, wir haben ein paar aufgenommen, werden wirklich sehr lang. Ja, ich sehe schon, Alter. Itzi, ja, das war klar, dass er mit Itzi Bitzi anfängt, weil wahrscheinlich das Klebenetz kommt. Ja. Da auf jeden Fall das Klebenetz. Das wird mich nerven ein bisschen. Aber als ich schon Voltula gesehen habe im Team, da wusste ich, okay, er fängt damit an. Ja, und ich verbrenne ihn erstmal ein bisschen. Sehr gut. Ich meine, wenn schon, denn schon. Jetzt hat mein Zwilling auch wieder das Irrlicht. Ich habe den Horrorblick dafür verlieren lassen. Ja. Weil so ja, Horrorblick bringt da leider nicht so viel drauf. Ja, leider. Dafür hält es allgemein noch zu wenig aus. Ja. Kommt erstmal Nachtnebel, ein bisschen Schaden reinhauen. Ja, Voltula kann ja nicht viel außer Klebenetz und Donner, der durch Facettenauge halt eine, wie viel, 94 oder 96%ige Chance hat. Auf jeden Fall über 90. Ja. Sehr gut, also trifft sehr oft. Ja, und er hat das wahrscheinlich mit Fokus gut gespielt, der natürlich durch die Verbrennung geschädigt wurde. Ja, da kommt Porygon Z und Nachtnebel nicht getroffen, da fand ich dabei ein bisschen traurig. Aber dafür kommt ein Toxin. Ja. Wenn schon, denn schon. Das wie heißt es? Duck.exe? Ja. Was für ein geiler Spitzname. Ja, Duck.exe. Richtig geil. Richtig geil. Ich feiere den Namen immer noch. An der Stelle, Christoph, Hammername. Ja, er hat es auch mit Spitznamen. Ja. Wir haben auch nach den Kämpfen noch ein bisschen miteinander gequatscht. Mhm. Kann ich dir später erzählen. Sehr lustig. Korrekt. Und da erhole ich mich erstmal ein bisschen. Ja, aber Porygon Z ist natürlich kein schlechtes Pokémon, sag ich mal. Ja. Und das einem gegenübersteht, ist schon mies. Mhm. Es hat auch, was Attackenpool angeht, man kann da variieren, wie man möchte, wie so ein Irrer. Ja. Man hat viele Auswahlmöglichkeiten. Und da kommt der Döner-Blitz. Ja, Porygon Z steht bei mir auch noch auf der Liste, aber erstmal ist Porygon 2 mit Evolit dran, weil da gibt es auch noch einige fiese Kombos. Ja. Wenn du einfach auf Def gehst und dann einfach schön drauf. Ja. Und dann nimmt er seinen Duck-Exe zurück. Ich weiß gar nicht warum, der Kampf wäre schnell vorbei gewesen. Und Nocturne ist da. Nocturne, irgendwo erkenne ich den Namen. Ich nicht wirklich. Ich musste bei Noctu an Noctu denken. Ach so, okay. Nee, ich kenne den irgendwoher. Das ist nicht das erste Durengard Nocturne. Okay. Ich habe allein heute schon gegen eins gespielt, das hatte denselben. Und da kommt das Irrlicht, um seinen Angriff schön zu verkrüppeln. Aber ja, nee, mich haust du nicht mit einem Schlag aus dem Leben. Ich glaube, da war auch nicht sehr begeistert. Ja, glaube ich. Wenn er das sieht, soll er mal schreiben, warum er das so genannt hat. Das interessiert mich gerade. Ja. Schwerttanz, der ist natürlich übel. Da kommt erstmal Nachtnebel, aber ja komm, wenn dann haust ihm noch ein bisschen Schaden rein. Ja, warum nicht, ne, damit es auch so schnell wie möglich weggeht. Ja. Die Hälfte ist schon mal runter, das ist sehr schön. Und jetzt geht's los, jetzt er zückt die Klinge und haut mir eins über die Michelin-Rübe. Aber ich überlebe. Zum Glück. Ja, ich meine, die Verbrennung macht ihr Übliches. Und es ist schon ziemlich weit runter geknüppelt. Und ist down? Nein. Nein, es hat noch ganz wenig. Ich würde mal sagen, so 5, 6, 7 KP. Ja, und dann kommt der Schattenstoß. Ja. Und das war's für meinen Zwirtank. Leider, hat sich lang gehalten. Ja. Länger als ich dachte. Also, wo ich das Vieh gesehen habe, ja, oh, Durengard, das wird schnell down gehen. Aber es ist dafür auch tot. Ja. Ich nehme es mit zurück in die Geisterwelt. Es kommt als nächstes Itzi Witzi zurück. Oh, der Spitzname ist so geil. Ja, ich muss jedes Mal an dieses Kinderlied denken. Das ist einfach ja. Cool. Und da kommt mein Durengard. Und er zieht sofort zurück auf ein cooles Pokémon, nämlich auf Perla. Nicht den Wal aus SpongeBob, sondern auf dieses Perla. Direkt. Ist ja eine Verteidigung sehr stark, ne? Ist ja übelst. Ist nur doof, wenn man ein spezielles Durengard spielt. Genial. Ja, das hätte er wohl nicht erwartet. Ja, tschüss, er hat Perla. Mir auch hinterher geschrieben, als er gesehen hat, dass ich mit Spukball angreife. Hat er große Augen, also er war sehr überrascht, hat er mir geschrieben. Rabautz! Ja! Alter, ich feier die Spitznamen, das sind ja wohl die geilsten. Ja, die Spitznamen sind sehr geil bei ihm. Ja. Aber jetzt, dieses Grinsen, ich muss es wieder feiern, weil ich habe mir gedacht, muss ich jetzt mal sagen,
versehentlich mitgenommen. Ich wollte eigentlich das andere Durengard mitnehmen. Ich habe aus Versehen das mitgenommen. Okay. Und das war das Geile. Das habe ich nämlich im Movepool gesehen. Geil. Oh, das falsche Durengard. Aber geil. Perla. Ja. Ja, das Austausch war bestimmt eins mit Wertelink. Ja. Das hätte nämlich ordentlich reingehauen. Das hätte ordentlich reingehauen. Und da wieder mal Geist auf normal. Ja. Sehr effektiv, wie man gesehen hat. Ja, es lohnt sich eigentlich heutzutage immer ein Normal-Pokémon mitzunehmen. Weil einfach Durengard wird so oft gespielt in gegnerischen Teams. Ja. Sehr oft. Und erstmal das Königsschild ein bisschen schutzen. Da kommt der Döner Blitz. Er leidet ein bisschen. Leider nimmt er es jetzt wieder raus. Hat ja, mich klar, ein bisschen geärgert. Er will es noch gern behalten. Ja, leider. Weil jetzt greife ich mir was anderem an, weil ich will ihm auch ein bisschen Schaden reinknüppeln. Ja, richtig. Er bedroht mich, was mich überhaupt nicht interessiert mit meinem Durengard. Ja. Wahrscheinlich erwartet, dass du jetzt was anderes als Spukball nimmst. Ja, Lichtkanone wegen Step. Ja, okay. Das hat Lichtkanone, weil was ich mit Sancto klinge. Das hält Akani natürlich aus. Leider. Aber dann kommt erstmal wieder der Taktikwechsel mit Königsschild. Ich möchte möglichst lange leben. Ja, klar. Und bei ihm ist auch die Spezialverteidigung runtergegangen. Das ist auch schon mal gut. Mhm. Los, schütze dich. Ah, da heilt er sich erstmal. Ja, da war ich sehr begeistert. Ach du Scheiße, das kann er auch. Ja. Als ich das erste Mal Akani hatte, was Morgengrauen konnte, also mir gegenüber, dann dachte ich, oh, das okay. wird übel. Habe ich gemerkt. Und mein Durengard ist mit einem Schlag weg. Ja, klar. Flammenblitz von Akani, das ja. haut rein. Und da ich nur auf Spezialverteidigung und Angriff hier trainiert habe, war es ein leichtes, auch gut draufzuhauen. Und da ist mein Garados, mein hochmütiges Garados. Ah, nice. Erstmal schön boosten. Dann kommt er mit Stromschuss angescheißert. Oh oh. Ah, Fokus gut. Genau. Und ein Volltreffer. Also es wäre sowas von down gewesen. Ja. Aber leider komme ich nicht zum Hitten, weil er hat natürlich Turbo-Tempo. Ey, ist ja ein cooles Akani. Also ein geiles Moveset. Ich habe leider nicht an Turbo-Tempo gedacht, ja. weil ich wollte ihm einen Dreschwegel um die Ohren hauen. Ja, glaube ich. Mit einem KP haut das ordentlich rein und dann noch Hochmut. Also das wäre sehr geil gewesen. Aber es sollte leider nicht sein. Aber interessant, Turbo-Tempo, ja. Flammenblitz, Stromstoß und Morgengrauen, also... Das ist ein sehr geiles Akani, muss man einfach wirklich. Sagen. Mein Salamandrach holt erstmal die Sonne heraus, wie ein Graudon. Und ein Drachenpuls. Zack! In your face, aber leider durch eine... Da war ich sauer, ey. Wäre das nicht gewesen, ne? Citrobeere, was sonst? Ja, und der Stromstoß. Yay, ja. Ich freue mich. Aber ich überlebe. Krass. Und da ich ja weiß, er hat Turbo-Tempo, nehme ich mal lieber meinen Salamandrach zurück. Ja klar, das wäre jetzt tot gewesen, ne? Ja. Und Geister-Pokémon hattest du leider nicht mehr im Team, ne? Wegen Turbo-Tempo. Leider nicht. Schade. Es ist ja schon tot. Ja. Es ist im Jenseits. Und mit Turbo-Tempo angescheißert, leider. Ja. Und Donnerschlag. Kommt Donnerschlag. Erstmal schön einen rüberbrutzeln, das arme Rabautz. Ja, und jetzt kommt wieder Itzibitzi! Voll geil. Wurde ja mit Donner, mit Feuerschlag und es ist schneller, da war ich sauer. Ja, Voltula ist super schnell. Ja. Also ordentlich. Und mein Panferno ist ja auch nicht gerade langsam, aber das noch schneller war, das hat mich ein bisschen geärgert. Ja, wahrscheinlich hat es auch einen Init-Boost bekommen. Mhm. Einfach damit es hilfreicher ist. Weil du kannst halt nicht viel damit machen, außer Hauptsache schnell und dann den Gegner ein paar nervige Effekte aufdrücken und Donner. Da ist mein Schlabbel. Ach ja, und Klebenetz war ja auch noch. Ja, leider. Dann ist klar, dass es schneller ist. Und Duck.x. Ja, und da kommt erstmal die Drachenrute. Ja, ne. Du nimmst nicht das, was du haben willst, weg damit. Ja. Ja, Drachenrute erwartet man auch nicht immer auf den Scoopern. Und da ist er. Chromeo. Auch ein geiler Name. Ja. Und er reagiert natürlich. Oh, Megastolos. Sehr schön. Er irrigiert auf seinen. Megasteinchen. Ich habe einmal gegen einen Megastolos gekämpft und dieses Megastolos hat mein ganzes Team auseinandergefetzt. Es hat nämlich erst Tarnsteine eingesetzt und dann konnte Schutzschild, Brüller und Erdbeben und das war der Horror, einfach der Horror. Und das wollte ich nicht vor mir haben, weil das würde mein Schlabbel mit einem Schlag weghauen. Und guck mal, wer wieder da ist. Itzibitzi, ich bin Mann, Hilfe. Kommt er mit Käfergebrumm. Nice. Ja, Donner macht da natürlich nicht viel Schaden, aber Giefer und Brumm auch nicht. Aber ja, komm, jetzt haust du es erstmal weg. Ja. hätte er jetzt immer noch hin und her gewechselt, wäre es auch dumm gewesen. Ja, ich meine, das kann man jetzt einmal noch draufhauen, opfern. Ja.
Weil... Das hat ja mehr getan, als es jemals sollte. Ich habe noch nie gesehen, dass ein Voltura so lange auf dem Feld bleibt. Das hat wirklich sehr lange überlebt. Und dann kommt der Eisstrahl. Ice Beam. Der doch ziemlich viel Schaden reinhaut. Dafür, dass ich wirklich voll auf Schwätzdev gegangen bin. Da sieht man mal, wie gut Porygon Z ist. Ja, aber es ist trotzdem down. Mit seinem epileptischen Zucken. Und die Geräusche von Porygon Z sind echt cool. Mhm. Soundeffekte, die sich hören lassen. Und da kommt Chromeo. Ist das schon sein letztes? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe jetzt keine Ahnung, ich habe nicht drauf aufgepasst. Oh, Steinkarte. Und bei ihm trifft die, ne? Ja, wie immer. Wenn ich es nicht mache, trifft's, aber es überlebt. So, Drachenpuls. Aber ich glaube, es ist sein letztes. Weil sonst hätte ich, glaube ich, die Drachenroute gemacht, damit er wieder weg ist. Ah, okay. Stapel heilt sich nochmal ein bisschen. Aber es wird leider nicht groß helfen. Eisenschädel drauf. Denn das war's für mein Schlabbel. Aber wenigstens ist es so ein bisschen langsamer. Als ja. So. Jetzt ist er halt langsam. Yay. Salamandrach. Leider sind die Tarnsteine. Ja, genau. Weil das, da konnte ich nichts mehr machen. Ja, richtig. Weil der Hitzekoller hätte schon wehgetan. Das hätte er. Mhm. Klar. Ich meine, es ist ja ein Stahl-Pokémon. Ja. Und die Tarnsteine haben mir übelst den Gnadenschuss verpasst. Leider, leider. Aber der Kampf war mega geil. Ich war der war super geil, der Kampf. Und die Spitznamen episch. Ja, die Namen, die waren herrlich. Es war wirklich ein toller Kampf. Und es war der erste von drei Kämpfen. Also, es folgen noch zwei sehr spannende und sehr geile Kämpfe. Ich freue mich auf die nächsten beiden. Mhm. Kannst du dich auch sehr darauf freuen. Und somit beenden wir auch dieses Pokémon Y Battle. Wie immer, Arrivederci, meine kleinen Makaronis. Und wir sehen uns im nächsten Kampf gegen Christoph wieder. Ciao, Leute.